Jo, was geht ab? Ich bin Simon, euer Muskelmacher. Ich habe heute den Koya dabei und man sagt, der Koya, der will mir heute ein paar kritische Fragen stellen, nämlich zum Muskelmacher-Trainingsprogramm. Kritische Fragen, ich sage natürlich immer so, als jemand, der Kritik sich nicht immer sofort annimmt und irgendwie zu Herzen nimmt und glaubt, er ist dann irgendwie ein schlechter Mensch. Ich bin so ein bisschen kritikresistent, nichtsdestotrotz, ich will mir einfach mal anhören, was du an Fragen, auch an kritischen Fragen mir stellen kannst und will mich natürlich auch, was das angeht, ruhig nach offenen Diskussionen stellen. Das ist gar kein Problem für mich. Na, da werden wir mal sehen. Also, die erste kritische Frage ist, wenn ich dich jetzt so sitzen sehe, ja, Arme wie U-Boote im Prinzip, und dann sehe ich deine tollen YouTube-Videos und es ist auch alles super erklärt und so, dann sehe ich da so ein Trainingsprogramm, 12 Wochen zum Erfolg, ja. Wie soll man denn bitte in 12 Wochen so aussehen wie du, würde ich als erstes denken. Okay, das ist natürlich klar. Jeder Mensch hat seine individuelle Ausgangssituation. Der eine, der ist dünn, der andere, der ist dick. Der eine, der dünn ist, der will vielleicht mehr Masse draufpacken. Derjenige, der dick ist, der möchte gerne definieren. Ja. Es geht mir in meinem Trainingsprogramm nicht darum, irgendwie ein Ideal zu zeichnen und erst recht nicht mich irgendwie als das Ideal zu verkaufen, zu dem man dann irgendwie kommt oder auch nicht in 12 Wochen kommt. Das heißt, diese Zeit von 12 Wochen, das ist ein Coaching, wo du einfach lernst, wie dein Körper funktioniert. Ich sage nicht, dass man nach 12 Wochen meine Arme hat, auch wenn man eben als eine fokussierte Muskelgruppe Arme auswählt. Man hat nicht nach 12 Wochen unbedingt meine Arme. Wenn man eine sehr gute Ausgangssituation hat, dann kann man die haben. Wenn man eine sehr schlechte Ausgangssituation hat oder eine, die eben einfach völlig untrainiert ist, dann wird man sicherlich nicht nach 12 Wochen jetzt irgendwie, weiß ich, einen Arnold Schwarzenegger Arm haben. Das kann ich natürlich nicht versprechen, werde ich nicht versprechen, weil ich keine Sachen versprechen kann, die ich eben auch nicht halten kann. Ja? Okay, na gut. Okay, das heißt, der Name sagt im Prinzip 12 Wochen, aber es ist dann doch nicht 12 Wochen. 12 Wochen zum Erfolg. Okay. Es gibt einen Zustand des Erfolges natürlich danach, aber das Leben geht auch nach den 12 Wochen weiter. Das heißt, man kann selber den Weg des Erfolges weitergehen. Das ist für mich ganz wichtig, dass es auch keine Abhängigkeiten gibt. Mhm. Ja, das ist so aus meiner Sicht so das ganz Wichtige, dass man einfach auch selbstständige Sportler sozusagen nicht erzieht, kann man nicht sagen, auch nicht züchtet, kann man auch nicht sagen, sondern vielleicht coacht. Also, dass man einfach dafür sorgt, dass man nach 12 Wochen eigenständig das Ganze weiterfahren kann, weiter auf der Spur des Erfolges bleibt. Und ich denke, das ist einer der wesentlichen Punkte. Das wäre nämlich genau meine zweite Frage gewesen, weil wenn ich jetzt das Programm jetzt angenommen, ich mache es jetzt durch und ziehe es auch richtig durch, bin richtig motiviert, kriege da wahrscheinlich irgendwelche Pläne und Videos von dir, wo du mich halt richtig rannimmst und alles toll, alles gut, so. So, dann habe ich die 12 Wochen, habe einen tollen Effekt. So, und dann wissen wir ja alle, wie das immer so ist, auch genauso bei den Diäten und so, dann irgendwie kommt ein Umzug oder ein Urlaub dazwischen, so, und was ist denn danach dann? Also, wie geht's dann weiter, ja? Also, Umzug oder ein Urlaub oder eine Krankheit oder irgendwas kann immer kommen, das ist klar, dagegen ist keiner von uns Menschen irgendwie so immun, beziehungsweise ein Urlaub ist einfach was Tolles, warum sollte man auch darauf verzichten? Wichtig ist natürlich immer, dass man sich einfach klar macht, dass nach den 12 Wochen eben das Ganze weitergeht, dass man auch weiter auf dem Pfad des Erfolges bleibt, ja, dass man einfach das Ganze weitermacht. Es geht mir zum Beispiel zum einen um die körperliche Ebene, dass man seine Gains macht, ja, dass man einfach die Muskelgruppen, die man fokussiert voranbringen will, natürlich fokussiert voranbringt, aber auch der ganze Körper sich entwickelt und zum anderen eben auch diese mentale, geistige, psychologische nicht, aber sozusagen hier oben der Brain Gain, der stattfindet, also der Wissenszuwachs, dass man auch nach den 12 Wochen einfach schlauer ist als davor, dass man einfach Wissen vermittelt bekommen hat, Erfahrungen vermittelt bekommen hat und genau das dann auch selbst umsetzen kann. Das ist für mich ein ganz maßgeblicher Punkt, also dass man danach einfach sowohl körperlich als auch von seinem Wissen her weiter ist und ich glaube, das ist das Wichtigste. Eine andere Sache noch. Mir geht es nicht darum, irgendwelche einseitigen Ernährungsformen aufzuziehen, die einfach temporär, also für einen Zeitraum von zum Beispiel 12 Wochen erfolgreich sind. Es geht mir nicht darum, danach irgendwie bei jemandem einen Jojo-Effekt zum Beispiel auszulösen, wo er dann wieder merkt, oh jetzt... Also es gibt jetzt nicht im letzten Monat irgendwie eine 800-Kalorien-Phase. Nein, es ist auch keine Wettkampf-Diät, wo du danach irgendwie deine perfekte Wettkampfform hast und die danach nicht halten kannst, sondern es geht mir wirklich darum, dass genau das, was erlernt wird, auch selber weitergeführt wird. Ich könnte natürlich gerade am Ende noch irgendwie ein paar andere Dinge machen, sodass man dann mega krass aussieht, aber diesen Zustand nicht halten kann, beziehungsweise wenn man wieder sich normal in Anführungsstrichen ernähren würde, dann völlig noch schlimmer aussieht wie am Anfang. Also das ist so der Punkt, den ich auch mal noch als ganz wichtig erachte. Okay, alles klar. Das heißt, da müsste man im Prinzip mal, um jetzt sozusagen das richtig
streng durchzuprüfen, müsste man die Teilnehmer, die so ein Programm machen, nach einem oder zwei Jahren anrufen und fragen, wie es aussieht, sozusagen, ne? Ich finde es ganz wichtig, auch einfach noch zu sehen, wie sich die Absolventen auch weiterentwickeln. Ja, genau. Es gibt also diesen Hashtag Muskelmachertraining und den kann man auch weiterhin posten. Und das ist natürlich ganz wichtig. Jeder ist für seinen Erfolg selbst verantwortlich, das sage ich auch immer wieder. Ich kann eben nur die Anleitung geben, nur den Fahrplan aufzeichnen. Ja. Aber wenn jemand irgendwie sagt, ich habe einfach keinen Bock mehr sportlich zu sein oder ich habe einfach keinen Bock mehr gut auszusehen, ich habe einfach keinen Bock mehr auf meine Ernährung zu achten oder irgendwie Hanteln zu stemmen, ja, den kann ich natürlich, das steht mir auch gar nicht zu, irgendwie zwingen, das weiterzumachen. Also natürlich ist man selber immer derjenige, der für den Erfolg verantwortlich ist. Und diese Verantwortung, die kann man auch nicht irgendwie an einen Personal Trainer oder so abgeben. Funktioniert nicht, sowas gibt es gar nicht. Okay, das leitet im Prinzip perfekt an die letzte kritische Frage weiter. Du hast gerade gesagt, diese Verantwortung kann man nicht abgeben, dafür ist man selber verantwortlich. Das bedeutet, dann könnte ich mir theoretisch selbstverantwortlich auch mich da einlesen in das ganze Zeug, könnte meine eigenen Erfahrungen machen. Ich zum Beispiel selber, ich hatte früher gar keinen Coach in der Schule, ich habe einfach drauf lostrainiert und auch irgendwie ein bisschen aufgebaut und hat auch geklappt. Da gab es auch noch kein Google und kein Facebook und so. Und dann sich alles zusammensuchen und so und dann müsste ich ja nicht dafür 100 oder mehr als 100 Euro ausgeben. Ja, natürlich. Das ist natürlich so. Das, was ich an Wissen vermittle und insgesamt an Know-how reinpacke, ja, sind 95% Wissen, was du auch über Google findest. Ja? Also da mache ich auch gar keinen Hehl draus. Das, was ich vermittle zu 95%, findest du alles frei verfügbar. Ja? Mhm. Die letzten 5%, das sind dann meine Erfahrungen, meine Thesen dazu, meine Abwandlungen davon, die findest du nicht. Aber 95% ist ja schon mal ein extrem großer Teil. Genau dieses Wissen findest du verstreut im World Wide Web. Das heißt, wenn du bei Google Muskelaufbau, wie funktioniert das, wie geht das, wie wachsen Muskeln eingibst, dann findest du diese Information, aber du findest diese Information nicht so, dass du damit arbeiten kannst. Das heißt, du musst, und das ist eigentlich die große Aufgabe, also das zu finden in Zeiten von Google, ist ganz einfach. Mhm. Die große Aufgabe ist es zu selektieren, einfach auch die Relevanz zu prüfen, dass man sagt, okay, das hier ist für mich richtig, das ist was Falsches, das funktioniert für den einen, aber eben für mich nicht. Das heißt, dieses Aussortieren, das Ganze, was man dann aussortiert hat, selber umsetzen, die eigenen Erfahrungen sammeln. Okay, und genau an dem Punkt kann ich halt einfach nur anbieten, dass ich genau diesen Schritt sozusagen abnehme und dass man natürlich dann sozusagen von Anfang an die Dinge richtig macht, die für einen das Richtige sind. Ja, das ist das, was ich meine. Natürlich verkaufe ich irgendwie keine geheimen Studien oder irgendwie sowas und ich habe auch irgendwie 95% von dem Ganzen nicht neu entwickelt. Ja. Ich schon übrigens. Ja. Nee, Quatsch. Okay. Okay, also es leuchtet ein auf jeden Fall, das Argument, da muss ich ehrlich zugeben. So habe ich ehrlicherweise auch gar nicht drüber nachgedacht bisher. Ich habe immer nur diesen Zeitaspekt berücksichtigt, aber dass man das, ja, auch noch interessant, ja, dass man das ordnet, ja, ist auch ein Punkt. Also ich finde, man merkt es immer, wenn man sich mit anderen Sachen beschäftigt, wo man null Ahnung hat. Ja, also jetzt irgendwie für die meisten Deutschen, die haben keine Ahnung, was Inflation ist oder solche Themen. Ja, und wenn man dann sich einliest und man weiß teilweise, was für ein Bullshit übers Training postuliert wird und geschrieben wird, dann könnte man denken, ey, warum sollte das in der Finanzbranche anders sein? Oder warum sollte das in der Musikbranche oder da und da eigentlich groß anders sein? Das heißt sozusagen erstmal das Gute vom Schlechten rauszufiltern, das ist die Kunst, ja. Ja, das kann man über Google und das kann man sozusagen über dein Programm dann besser als irgendwie bei Google, meinst du so, ja? Ja, man darf ja nicht davon ausgehen, dass das, was bei dem einen funktioniert, bei allen funktioniert. Mhm. Ich meine, sonst könntest du auch irgendwie googeln, Muskelaufbau, Masterplan zum Erfolg und garantiert und weiß ich was. Ja. Und es würde sozusagen einen Fahrplan geben, der bei jedem funktioniert. Dann wären ja alle Fitnessvideos und alle Programme und alle Personal Trainer wären ja arbeitslos. Ja? Das ist sozusagen das Problem. Wir Menschen sind unterschiedlich. Und das alleine zu akzeptieren, dass wir unterschiedlich sind, dass das, was bei dem einen funktioniert, unter Umständen bei dem anderen nicht so oder überhaupt gar nicht funktioniert. Okay. Das muss natürlich auch einfach fairerweise so betrachtet werden. Vom Alter her, von der Größe her, vom Gewicht her, von der Ausgangssituation, auch von unseren Zielen. Ja? Ich meine, der eine, der möchte einfach Masse aufbauen, richtig schöne Masse, der träumt einfach davon, irgendwie jemand, der 65 Kilo wiegt, die 80 Kilogramm Marke zu knacken, großer Traum. Jemand, der 120 Kilogramm wiegt,
der träumt davon, endlich unter 100 Kilo zu kommen. Also da sind wir Menschen auch, was unsere Erwartungshaltung, unsere Ziele, unsere Ausgangsposition angeht, unglaublich unterschiedlich. Okay. Deswegen gibt es nicht einen Masterplan, deswegen gibt es auch Personal Trainer und deswegen gibt es zum Beispiel auch das Muskelmacher-Trainingsprogramm, damit ich einfach die Möglichkeit habe, meinen Kunden das Coaching sozusagen genauso wie es wäre, für einen das Richtige ist, anzubieten. Na gut. Lassen wir es mal so durch. Lassen wir es mal so stehen, ganz unkommentiert. Ich muss sagen, also ich könnte noch weitermachen, aber du hast mich schon in gewisser Weise überzeugt. Die Punkte waren gut dargelegt, hast du gut gemacht, muss ich ehrlich sagen. Habe ich noch gerade Kopf und Kragen gerettet? Nee, weil wir haben schon öfter Videos gemacht und so und ich finde es immer gut, wenn man auch mal kritisch ist gegeneinander. Wir wollten uns jetzt nicht streiten oder so, aber... Nee, ist ja auch ganz richtig. Man muss sich ja auch ganz offen und ehrlich mit dem Bereich auseinandersetzen, das ist klar. Du hast mir ja vorhin auch die kritischen Fragen gestellt in dem Video und muss man wirklich dann, vor allem wenn man es irgendwie live macht, also beziehungsweise einfach gar nicht vorbereitet ungeskriptet macht, dann musst du dich halt erstmal irgendwie damit auseinandersetzen. Das ist auch, glaube ich, das Wichtige, dass man das Ganze einfach ehrlich macht und sich einfach mal ehrlich darüber unterhält, wie das Ganze eben abläuft und wie man sich das Ganze vorstellt und eben auch gerade auf diese kritischen Punkte eingeht. Ja? Ja. Ich meine, das ist immer noch so ein Punkt, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht gerade derjenige bin, der irgendwie den Ruf hat, besonders kritikempfänglich zu sein, in der Sache bin ich auch gerne diskussionsbereit. Ich bin auch gerne bereit, darüber zu diskutieren, ob das eben für einen das Richtige ist oder eben welche Dinge auch immer, das, was du gerade angesprochen hast. Ja. Gar kein Problem soweit. Deswegen lasst mich einfach wissen, wenn ihr solche Fragen habt, auch gerne kritisch, gar kein Problem. Ich bin da auch gerne bereit, einfach diese Diskussion zu führen. Ja. Alles klar. Okay. Ja? Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Liked auf jeden Fall oder besucht mal am besten Koljas Kanal. Den verlinke ich euch unter diesem Video in der Videobeschreibung von Kolja. Da gibt es auch so einige Videos rund um Muskelaufbau, Fettabbau und so weiter und so fort. Ne? Ja. Da hast du ja auch einige Videos. Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Hauptsächlich aber so Fett verbrennen und abnehmen. Genau, check also nicht so mal. Also nicht so eine fetten Arme wie der hier. Ich habe eher so Mark Wahlberg als Vorbild, habe ich immer auf der Autofahrt ja so gedacht. So, weißt du so? Ja, du bist krasser als Mark Wahlberg, ey. Nee, du bist eher schon so The Rock-mäßig, oder? Nee. Noch nicht ganz, aber. Früher wollte ich immer wie He-Man sein, ja? He-Man, ja, ja. Heute, wenn ich mir die alten He-Man-Folgen angucke, denke ich mir, oh, der ist aber schmal geworden. So ist es ja das immer. Das muss sich geändert haben. Ich bin der festen Überzeugung, das muss sich geändert haben. Das war damals wirklich so. Ich habe damals als Kind immer Power Rangers geguckt. Okay, ja. Und ich dachte, das wäre die krassesten Special Effects und so geil. Und wenn du dir das jetzt anguckst, dann denkst du so, Alter, welcher TVB-Kanal hat das denn da gesendet? Ja, ist komisch. Irgendwie, die Relationen sind andere. Also umso mehr man sich selber entwickelt, umso anders sind auch die eigenen Zielsetzungen. Auch so meine Vorbilder von früher. Ich war zum Beispiel irgendwann dann so, da muss ich 12 gewesen sein, Fan von Alarm für Cobra 11. Geil. Damals noch mit Mark Keller. Ja, der war aus meiner Sicht... Erdogan Atalay. Genau. Das war der, ich habe sogar Autogrammkarten von ihm unterschrieben. Die, die hätte ich nicht früher so beneidet. Ja, ich war größter Fan und dann 3er BMW und so musste natürlich sein. Mit Erdogan Atalay und der andere war Mark Keller. Und so wie Mark Keller vom Körper wollte ich immer sein. Für mich war das einfach der Inbegriff von Athletik. Ja. Und wenn ich mir dann jetzt so die auch ruhig die alten Folgen so angucke, an dem ist wirklich wenig Muskelmasse dran. So Lauch. Also ich meine, gut trainiert der Mann, aber wie konnte das mal mein Vorbild sein? Und so entwickelt man sich selber weiter, man kriegt einen anderen Blick auf die Dinger. Ich meine, Ronnie Coleman ist immer noch eine Kante, gebe ich gerne zu, gar kein Problem. Aber es ist ja auch eine andere Liga, wir sind ja im Naturalbereich unterwegs. Wusstest du übrigens, was Lauch auf Österreichisch heißt? Nee, würde mich gut mal interessieren. Riewiesel-Tarzan. Oh, das hört sich krass an. Riewiesel-Tarzan. Ist es dann das Gemüse-Lauch? Ja, Riewiesel ist irgendwie so eine Pflanze mit so einem ganz dünnen Ästchen und so. Ja. Also ganz dünne. Wird das dann auch gesagt zu Leuten, die eben... ja, die Lauch sind. Das heißt richtig, ich kann das halt nicht gut nachmachen, aber meine Freundin, du bist der Riewiesel-Tarzan. Geil, okay, das müssen wir uns auf jeden Fall merken, wenn wir mal in Österreich sind, auf jeden Fall schon mal was gelernt. Alles klar, wir sehen uns, die ist sowieso ausgetrunken. Jetzt ist die Cola-Dose umgekippt. Im nächsten Video, viele Grüße, euer Simon und... Ciao, Kolja.